Also in dem Wort Starksein steckt für mich das Starksein mit Muckis. Das Starksein, wenn man irgendwie beleidigt wird und das halt alles aushält. Und das Wort Starksein, dass man irgendwas schafft, wovor man Angst hat. Also stark heißt für mich, dass jemand stark ist, selbst wenn es ihm sehr schlecht geht, dass er durchhält, dass er nicht einfach aufgibt. Das heißt stark für mich. Wenn jemand zugeben kann, dass er schwach ist, ist das auch stark. Schwach gefühlt, als ich in meiner alten Klasse war, weil die mich immer geärgert haben und mich beleidigt haben. Und dann habe ich mich stark gefühlt, als ich in die neue Klasse kam. Da habe ich mich stark gefühlt, weil die haben mit mir gespielt und geredet und wir haben was zusammen gemacht und ja. Beim Schwimmtraining wurde ich einmal mehrmals gemobbt und dann hat meine Freundin mir geholfen, dass sie mich nicht mehr mobbt. Ich habe mich in dem Moment schwach gefühlt und dann habe ich mich gefreut, dass ich so eine gute Freundin habe. So ein System. Und zwar haben wir bis zur 5. Klasse eine Lehrerin. Die bekommt dann eine 1. Klasse wieder. Wir bekommen eine neue Lehrerin. Und der 1. Klasse mit der alten Klassenlehrerin werden wir dann immer helfen, suchen uns auch Patenkinder am Anfang des Schuljahres an und helfen den Patenkindern, unterstützen sie auch, falls sie sich streiten und haben einfach Spaß mit ihnen. Ich finde, Pippi hat mit der Schule zu tun, dass sie anderen Leuten hilft und wir helfen ja auch den Patenkindern. Und die Lehrer machen uns halt stark und Pippi ist halt auch stark. Kannst du dich an etwas erinnern, wo du selber ein Patenkind warst? Ja, ich kann mich daran erinnern. Und zwar, ich habe mich immer mit Absicht hingeschmissen, damit ich mein Pate immer zurück vom Sportunterricht zum Lehrer tragen muss. Das fand ich immer total cool. Deswegen habe ich mich immer hingeschmissen und so vorgetäuscht, als wenn ich mir wehgetan habe. Und ich glaube auch, dass ihm das auf die Nerven gegangen ist. Und er hat mir aber auch immer geholfen. Spielst du Pong, dann spiele ich Ping. Du trommelst, wenn ich singe. Allein kann keine diese Sache. Zusammen können wir Pferden machen. Ich mit dir und du mit mir. Okay, das ist die Pippi-Puppe. Und die darf einer von euch beiden mit nach Hause nehmen. Heute ist es die Martina und morgen ist es die Nele, okay? Und die Pippi, die gibt euch ganz, ganz viel Kraft.